Und damit herzlich willkommen, liebe PlayStation-Freunde, zur Vorstellung des nächsten PlayStation 4-Titels im PlayStation Plus-Angebot im Januar 2019. Und der zweite Titel ist Portal Knights. Ich muss gestehen, ich habe den Namen schon tausendmal gehört. Viele Leute lieben es, ich habe es bisher noch nie gespielt. Und das hat auch seinen Grund. Denn, kann man schon mal vorweg sagen, Portal Knights hat im Grunde ein ähnliches Spielkonzept wie Minecraft. Es ist nur nicht ganz so umfangreich. Also die Möglichkeiten sind nicht ganz so groß wie in Minecraft. Es geht dabei in eine ähnliche Richtung. Ihr könnt eure eigene Welt erschaffen, in der könnt ihr ein Abenteuer spielen. Das ist dann so ein typisches Ritterabenteuer in einem niedlichen Spielzeugstil, so würde ich das mal nennen. Ne? Also es ist nicht dieser Pixelstil von Minecraft, aber es ist so ein niedlicher Spielzeugstil. Und da könnt ihr so ein typisches Ritterabenteuer spielen, ihr könnt Quests erfüllen, ihr könnt die Welt entdecken, ihr könnt Schätze suchen. Also das, was man sich aus so einem Ritterabenteuer wie aus einem Abenteuerbuch eben vorstellen würde. Was das Spiel darüber hinaus aber auch noch hat, ist eben die Möglichkeit, das Ganze mit anderen zusammenzuspielen. Sprich, das Ganze ist dann online. Oder ihr habt auch, ähnlich wie bei Minecraft, einen Kreativmodus. In dem habt ihr dann im Grunde genau dieselben Möglichkeiten. Ihr könnt erstmal eine Welt auswählen. Dann könnt ihr für diese Welt auswählen, wie sie in etwa strukturiert sein soll. Soll es eher eine bergige Landschaft sein? Sollen es Wälder sein? Oder soll das zum Beispiel hier in dem Fall der Winter Wonderland Wald sein? Denn momentan, während ich das hier aufnehme, läuft der Winter Wonderland Event. Das heißt, ihr habt so eine weihnachtliche Welt, wo dann auch Weihnachtsbäume geschmückt sind und so weiter. Und in dieser frei erstellten Spielwelt könnt ihr dann im Grunde machen, was ihr wollt. Ihr könnt schaffe Häusle bauen oder ihr könnt die Welt komplett umbauen. Ihr könnt alles neu kreieren und dann im Grunde eben wie bei Minecraft eine komplette eigene Spielwelt und komplette eigene Kreationen wie Gebäude oder irgendwelche Sachen wie zum Beispiel Pyramiden oder was auch immer ihr wollt, könnt ihr da bauen. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt's auf YouTube so einige Experten, die da richtig beeindruckende Sachen gebaut haben. Und bevor ihr ins Abenteuer geht, gilt es natürlich dann auch, euren Charakter zu erstellen. Da habt ihr ein paar Möglichkeiten. Ihr könnt die Frisuren auswählen, ihr könnt die Gesichtsfarbe so ein bisschen auswählen, ihr könnt die Augen auswählen, ihr könnt die Stimme ändern, ihr könnt die Frisuren auswählen. Also alles, was man sich so vorstellt. Erinnert optisch so ein ganz kleines bisschen an so eine Mischung aus Lego und Duplo, würde ich fast mal sagen. So ein Zwischending aus den beiden, würde ich das fast mal nennen. Das ist sicherlich nicht für jeden was, aber für alle, die zum Beispiel Minecraft mögen, aber eben halt auch gerne einen etwas anderen Stil hätten und eben keine Add-ons für Minecraft nutzen wollen oder es eben keine gibt, die ihnen gefallen, die können auf jeden Fall mal einen Blick darauf werfen, denn das Ganze ist wirklich sehr, sehr nett, würde ich es mal nennen. Ich weiß, nett ist der kleine Bruder von Scheiße, aber in dem Fall meine ich das tatsächlich durchaus positiv. Das ist wirklich ein richtig nettes, kleines Spielchen, das kann man wunderbar mal zwischendurch spielen. Ich weiß nicht, wie lang die Geschichte ist oder wie lang die Story ist, deswegen kann ich hier nicht sehr viel zum Umfang sagen, was die Spielzeit angeht und so weiter. Aber alleine dieser Look und die vielen Kreativmöglichkeiten, die ihr habt, die machen das Spiel auf jeden Fall schon mal zu einer Empfehlung für alle, die eben auf solchen Kreativkram stehen. Und in diesem Sinne soll es das hier mit dieser kurzen, kleinen, ganz knackigen Vorstellung zu Portal Knights gewesen sein. Ich will es hier echt für diesen Monat ganz, ganz kurz halten mit den Videos. Deswegen nur ganz kurz mein Ersteindruck, den habt ihr gerade gehört. Und eben meine Empfehlung ganz zum Schluss, denn das kann ich hier guten Gewissens empfehlen. Vor allem, weil es eben wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet und euch wahnsinnig viel Spielzeug an die Hand gibt, um halt wirklich einmal selbst kreativ zu sein. Und mit diesen Worten soll es das dann gewesen sein. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Wir sehen uns hoffentlich gleich im dritten Video wieder. Bis dann. Ich verabscheue mich.